Bonds and Kids XXL Edition. Schauen rein. Der Hose Palm Angels, die kostet glaube ich. Balenciaga Hoodie. Balenciaga Hoodie. Eine Louis Vuitton. Eieieiei, das ist aber auch wirklich jetzt schon zu viel. Wir hoffen natürlich wieder alle, dass der Leon sein Gucci-Gürtel stolz in die Kamera hält. Let's go. Sonnenbrille. Jawohl. Alter. Die Balenciaga Triple S. Ja. Das sind die. Sieht auf Eng immer am besten aus, die Triple S. Limited Edition. Valentino T-Shirt. Oh, Leute, er hat einen Gucci-Gürtel an. Das, die Chance, dass Leon seinen zeigt, ist wirklich, die steigt gerade ins Unermessliche. Das skippen wir aber. Das skippen wir. Ich will das noch nicht gespoilert werden. Heute drehen wir wieder, wie viel ist dein Outfit wert? Und ja, wenn du Bock auf wie viel ist dein Outfit wert auf Instagram hast, check mich unbedingt da, blende ich einmal hier ein. Ja, okay, werde ich gleich abchecken. Wie heißt du? Ich heiße Elia. Elia, ich muss sagen, cooles Outfit, Digga. Danke. Ja gut, das ist halt wirklich dann auch dieser maximal andere Markenflex, ne? Palm Angels hier, Kenzo Paris da, Palm Angels da, dann hier noch Montclair. Manchmal sage ich mal so, ist weniger mehr, lieber Elia. Im ersten Blick hast du nur Markenklamotten an. Ja. Lass uns auch im zweiten wahrscheinlich auch. Mal ein bisschen näher drauf eingehen. Was haben wir für Schuhe? Erzähl mal. Das sind Human Race. Ja. Human Race, was halt mal für die? Ich weiß nicht. Sind die auch bequem? Ich habe die in New York geholt, ich weiß nicht. 200 oder so. Seiten auf Kontostand. Ich weiß nicht, 200 Euro, ne? Oder ja, Dollar? 200 Euro, glaube ich. Ja, ich weiß nicht ganz genau. Okay, nice. Okay, was haben wir noch? Hose? Ja, Hose Palm Angels. Die kostet, glaube ich, 300. Palm. Seit wann hat Palm Angels so weiße Schnüre da hängen? Angels Jogginghose ist eine aus der Kinderabteilung noch, oder? No front. Nee, das Erwachsenengröße war halt S. S, okay. Ja. Easy going, ja. Easy going, also wirklich maximal. Pullover. Hm, ja, ist ein Kenzo-Pullover. Ja. Den, ich glaube, der so 280 oder sowas hat der gekostet. 280 Euro. Mhm. Okay, not bad, Digga, not bad. Was haben wir noch? Ich sehe schon hier ein T-Shirt, auch von Palm Angels. Auch von Palm Angels. Ich glaube, das hat 230 gekostet. 230 Euro. Wie kannst du dir sowas alles leisten in deinem Alter? Ja, meine Eltern, durch Konfirmation und wenn ich Einsen habe, dann gibt's 100 Euro. Woher? Von Petra Teufel. Die Hose auch, oder? Ja, auch. Okay. Okay, was haben wir noch? Deine Ansage von Ben im Chat. Digga, Leon soll nicht immer alle Fronten, aber immer dieselbe Rotzjacke tragen, die jeder zweite hat. Jetzt kommt bald Dings. Der Sommer, dann trägt er die eh nicht. Eine Weste. Ja, die ist von Montclair. Ich glaube, die so 500, die habe ich zu Weihnachten bekommen, also weiß nicht ganz genau. Montclair-Weste. Ich hab. Also es ist jetzt schon super cringe, dass Leon das angefangen hat, ich hab Style und das Geld. Aber bitte, wenn der das jetzt, das noch beendet, dann ist das der cringe des Tages echt. Bitte beende es nicht, bitte. Elia, tu uns allen und dir den Gefallen. Style und das Geld. Ja, der Junge weiß Bescheid. Nice. Ja. Woher kennst du das Lied? Einfach von YouTube oder so. Also von YouTube? Ja, aber nicht von meinen Videos, oder? Weil ich das immer bringe, den Spruch. Ja, manchmal, aber ich hab's schon mal gehört. Stimmt, Leon hat das bekannt gemacht durch seine Videos. Okay, was haben wir noch? was haben wir noch? Rucksack. Ja, Rucksack von Supreme. Kannst du mal in die Kamera zeigen? Ja. Supreme Rucksack. Oh, Alter, das ist echt unangenehm. Jetzt weiß ich, warum ich das empfohlen bekommen hab. Ja, den habe ich schon ziemlich lange, den habe ich, ich weiß nicht, 120 oder so, habe ich damals, als er halt rausgekommen ist, geholt, so beim Job. Also online bestellt dann, ne? Ja. Okay, was haben wir noch? Ansonsten glaube ich nichts. Nichts? Okay, Leute, Gesamtausschnittpreis bin ich. Ich hätte jetzt noch ihm zugetraut, dass er eine Supreme Unterhose hat und die flext. Ja, ein cooles Outfit, Digga. Danke. Vorsicht, Auto, komm mal ein bisschen zu mir. Ja. Darf ich dich fragen, wie du das machst, dir so teure Klamotten zu kaufen? Ja, halt. Meine Eltern. Deine Eltern. Aber ich trage halt nicht nur sowas. Jetzt so vom Store, ich so halt so ein paar teure Sachen angezogen. Aber so ein bisschen fresh. Halt, ja, aber eigentlich trage ich halt nicht nur solche Sachen. So. Okay. Dann ist okay. Aber okay. Ich habe nicht nur Markenklamotten. Okay, wie heißt du? Carlo. Carlo, was geht? Carlo, was soll dieser. Carlo, was soll denn dieser Hut? Carlo, warum? Carlo, tu dir bitte wirklich selber den Gefallen und nee, nicht mehr den Gucci-Hut.
gut. Ja? Ja. Was machst du hier? Ja, also ich bin ja jetzt mit meinen Freunden und ja, wir gucken so, was ja so ist und wir machen dann bei diesen Automaten und. Ach so, bisschen ja. Automaten zocken. Ja, hier. Ja, sowas. Okay, auf Montana Black Style oder was? Keine Ahnung. Kennst du nicht oder wie? Doch, natürlich kenne ich ihn, aber ich mag ihn nicht so. Ach so. Front. Okay, alles klar, dann rein in die Slots. Würde ich sagen, gehen wir rüber zu deinem Outfit, ne? Ja, okay. Was haben wir für Schuhe? Erzähl mal. Also, die habe ich mir bei Foot Locker gekauft. Alter, die sind aber no-joke fresh. Die sehen aus wie die Travis Dunks. So auf dreckig angelegt. Finde ich no-joke nice, muss ich echt sagen. Die habe ich mir bei Foot Locker gekauft. Für 80. Ja. Air Jordan? Ja. Ach so, ist ein Jordan. Okay, sorry. Die haben auch mal bessere Tage erlebt. Nee, Jordan 1er, glaube ich. Jordan 1er. Jordan 1er. Ja. Ach so, ich dachte, die sehen so aus. Die haben auch mal bessere Tage erlebt, oder? Ja, also... Leon, wirklich immer am Fronten. Ich bin jetzt nicht so der irgendwie die Schuhe so pflegt. Ich gehe dann jetzt eher nicht so gut mit denen. Die sind zum Laufen. Aber ich finde, das sieht nice aus, dieser Use-Look. Ja, half so wild. Nicht zum Pflegen, ne? Die sind zum dreckig machen. Zum dreckig machen sie. Ja, so, nämlich. Okay, was haben wir noch? Rock Don't Stock. Hose? 30 Euro. Keine Ahnung, von welcher Basic. Marke. Basic-Marke, ja, ne? Ja. Okay. Basic Gürtel? Gürtel habe ich heute nicht dabei. Kein Gürtel? Nee. Okay, aber ich habe einen Gucci-Gürtel. Ja, ich habe einen von Gucci, aber den habe ich nicht dabei. Ja. Oh, ich habe einen von Gucci, aber den habe ich nicht dabei. Jetzt könnte Leon das erste Mal zeigen. Okay, easy going. Easy going war die einzige Antwort. Pullover? Ja, Pullover hat mir meine Mutter aber irgendwo gekauft, glaube TK Maxx oder so. Zeig mal ein bisschen hier in die Kamera. Super Dry Pullover. Ja, null Ahnung. Null Ahnung. Ich glaube so 30 Euro auch, ne? Ja, sowas. T-Shirt auch irgendwie. Habe ich zu Weihnachten geschenkt bekommen von meinem Vater, weiß. Zehner. Ja, Zehner. Zehner? Okay, deine Jacke. Er hat die Streams gesehen. Ne, das ist ein altes Video, Lara. Deswegen, das könnte schon sein, dass er das. Clothes? Ich glaube so. 500 Euro? 500 Euro. 500 Euro kosten Closed-Jacken? Was? Ich dachte, Closed wäre so ein Random-Shop. Mashallah, Bruder. Sei ihm gegönnt. Ja, sowas. Entspannt. Dann kommen wir zu deinem... Aber dafür hat die auch wirklich einen kranken Fit. Den Hut habe ich für... Den Hut? Ja, den Hut. Das ist ein Hut, oder? Hut, ja. Ja, Fischerhut. Ja, Fischerhut. Den habe ich für 350 bekommen. 350? Ja, 350, also da hätte ich auch zugeschlagen bei dem Preis. Ich arbeite so, also nicht arbeiten, aber ich liefere so Getränke aus und so. Okay. Uff, Alter, Carlos, dann liefern wir mal hier Arizona ran. Ich war dann, also alles, die Schuhe, Hose, nee, die Hose nicht, aber Schuhe. Ja, aber ist ja gut, ehrlich, ne? Hasseln, schön, muss den ganzen Tag hasseln. Schuhe, alles richtig teuer, also ich habe auch ein Portemonnaie, habe ich jetzt nicht dabei, aber alles so... Designer-Klamotten, ja, habe ich mir selber gekauft. Ey? Gut. Hm? Muss ich sagen. Finde ich gut, Digga. Dass ja. Du ein bisschen selber arbeitest, du gehst wahrscheinlich noch zur Schule, ne? Ja, ich gehe doch natürlich zur Schule. Ja, der hat schon ausgesorgt. Frage schon wieder von mir, ne? Ja, aber läuft gerade nicht so gut, aber... Immer Gas geben, Junge. Ja. Immer Gas geben. Ja, komm. Immer schön in die Masse lernen. Ja. Weil was? In die Masse lernen? Leon, Junge. Ja. Immer Gas geben. Ja. Immer schön in die Masse lernen, ja. Weißt du? Dann Abitur machen, ne? Ja. Rein schön in die Masse lernen, Leute. Merkt euch das. Ja, aber finde ich gut. Ich muss sagen, auch cooler Style, so ein bisschen Farben reingebracht, ne? Nicht immer nur schwarz-weiß. Ja, also eigentlich ist es heute mein Billo-Outfit, aber... Aber der Hut hat es nochmal gerettet. Schön in die Masse lernen. Ja, so ein Chill-Outfit, ja. Okay, normal. Okay, ja, vielen chillig. Dank fürs Interview. Ja, egal. Easy going. Heute Gesamt-Outfit-Preis bin ich hier ein. Möchtest du noch irgendwas in... This ain't it, Chief. Kamera sagen. Viele Grüße an meine Mutter, viele Grüße an meinen Stiefvater Levin. Wir sehen uns. Und viele Grüße an Herr Thiel, meinen besten Lieblingslehrer. Uff, es gibt Nummer 1, Nummer eingetragen. Wie heißt du? Moritz. Moritz, was genau? Ja. Moritz Poritz. Auf Viertklässler-Humor angelehnt. Ja, ein bisschen gucken hier so in diesem neuen Store. Mal gucken, was... gibt. Ja. Vielleicht, ja. Sorry, aber wirklich. Gibt es irgendwas Bestimmtes, was du kaufen möchtest, oder? Ja, vielleicht zu Air Jordan. Air Jordan. Mal gucken. Ja. Ja, okay. Okay, ich muss sagen, auch freshes Outfit, Digga. Okay, also das ist der Typ mit dem Gucci-Gürtel, glaube ich. Zu deinen Schuhen schon mal, Digga, die sind derbe unbequem. Ich hab die auch. No front. Ja, Junge, die sind so unbequem, aber wenn du so ein bisschen so ein halbes Jahr drin gelaufen bist.
Aber man muss einfach Givenchy representen. Dann geht's schon, aber normal. Nicht so geil. Okay, aber was haben wir denn nice da? Aus. Was hast du bezahlt für die? Valentino? Ja, Valentino. Ach so, Valentino, nicht Givenchy, okay. 570. 570. 570. 570S? Woher? Ja, ich hab's in Sylt gekauft. Oh, hier ist eine Abstimmung. Wird Leon seinen Gucci-Gürtel zeigen? Oh, 9. Die Quoten stehen 9 zu 1. Okay, was haben wir noch? Hose? Hose ist, glaube ich, Zara. Zara, ganz entspannt. Hosen gebe ich nicht viel aus, also. Nee? Weil die gehen immer direkt kaputt im Internat. Das ist im Internat? Es war so klar, das ist so ein typischer Internatstyp. No front. Ich habe auch zwei Freunde, die auf dem Internat waren und die sind auch ähnlich angevibed, sage ich jetzt mal. No front. Passt schon, ja. Gürtel? Dann Gürtel, Gucci. Okay, Leute, jetzt. Jetzt kann es sein, dass Leon seinen Gürtel zeigt, bitte. Gürtel? Jawohl. 290. Leon ist getriggert. Sind sie, glaube ich. Auch hier bei Gucci direkt, oder? Ja. Oh, jetzt komm, Leon, bitte. Ja, genau. Ja. Bitte, Leon. Dann. Nein. Dann Valentino T-Shirt. Was? Er lässt ihn einfach weitermachen? Obwohl er, der hat schon so breit gelächelt. Krass. Die Quoten, die sind einfach. 90 sind sie, glaube ich. Hier bei Gucci direkt, oder? Ja, ganz genau. Ja. Hops. Ja. Schade, Mann, Alter. Ich hätte wirklich einen Huni drauf gewettet. Weil der einen gezeigt hat, dass er seinen auch zeigt. Vielleicht hat er den heute einfach nicht an. Und Saint Laurent Hoodie 570. Sag mal ein bisschen. Der Hoodie ist cool. Guck mal, Saint Laurent Hoodie. Qualität sieht nicht so gut aus, Digga. Nee, Qualität. Uff, ey, warum frontet Leon immer so? Ist nicht gut, aber sieht nice aus, deswegen ganz entspannt. Kann man machen. Kann man machen, jawohl. Okay. What the fuck? Was haben wir noch? Dein Schal? Ja, der Schal war 340. 340? Ist von Louis, gell? Pradajacke, so zum drunterziehen, weil heute echt kalt ist. Zwei Jacken übereinander, schön, ne? 950. 950 für, zeig mal diese hier, ne? Zeig mal ein bisschen Kamera. Das ist noch so eine dünne Jacke, ne? Für mich gar nichts, ja, Prada, ich keine Ahnung, die machen die. Was hat er gesagt, das ist für mich gar nichts? Hat er gesagt, 950 Euro sind für ihn gar nichts? Das, wenn er das gesagt hat, ist das der weirdeste Flex, den ich jemals gehört habe. Noch so eine dünne Jacke, ziemlich, ne? Gar nichts, ja. Was hat er denn gesagt? Ziemlich gar nichts? Ach so, okay. Ich hab verstanden, ist für mich gar nichts. Prada, ich keine Ahnung, die machen die Preise, wie sie wollen. Ja, normal. Dann Woolrich. Zeig mal ein bisschen Kamera. Woolrich, Winterjacke. Nicht so dick anscheinend. Ja. Ey, Alter, Leon ist wirklich nur am Fronten. Geht schon. Hier in Deutschland ist okay. Okay. Keine Ahnung, in anderen Ländern vielleicht nicht so, aber hier geht's auf jeden Fall. 700. Ja. Und deine Brille. Ja, die zeig mal ein bisschen die Kamera. Setz mal auf. Eine Louis Vuitton Sonnenbrille. Jawohl. Was zahlt man für die? Ist die denn auch blickdicht? 370, 375, sowas. 375? Ja, aber sieht. Das ist halt, die Brille ist lit. Ja, kann sein. Ich find's okay, aber das ist halt alles zusammen ein bisschen too much. Hier hast du Saint Laurent. Da hast du da Gucci, da hast du einen Gucci-Gürtel, zwei Jacken übereinander, eine Louis Vuitton-Sonnenbrille, Valentino-Schuhe, das ist zu viel, finde ich. Sieht nice aus, weil es so dieses Louis V-Print drauf hat, ist auf jeden Fall nice. Soll ich noch so Accessoires zeigen? Oder? Ja. Ach, soll ich noch so Accessoires zeigen? Einfach mal selber nachfragen. Ja. Zeig, was hast du noch? Ja, Dolce Gabbana-Hülle. Achso, okay. Dolce Gabbana-Hülle. Reifen, Bro geschenkt bekommen auf jeden Fall. Danke dafür. Was kostet die ungefähr? 215 200. Franken. Er hat sie in Schweiz gekauft. Keine Aus der Ahnung, Schweiz. Wie sie ist. Aus der Schweiz hat er sie gekauft, jawohl, ganz genau. Lara? Hast du dir wie geschenkt? Und dann noch Louis V. Oder React is King? So, Geldbörse. Geldbörse von Louis V. 150. Ah, hast du sogar noch deinen Batzen da drin, oder? Der Batzen, der muss. Ja, der zählt wahrscheinlich auch noch zum Outfit, oder? Ist der stoned? Habe ich mich eben auch gefragt. Natürlich. Oh! Hoppala. Guck mal hier. Oh, jetzt ist mir meine schwarze MX runtergefallen. Direkt alles runtergefallen. Alles runtergefallen, der Batzen muss drin sein. Ja. Weird Flex, Bro. Ja, ja. Okay, dann haben wir alles. Hast du noch eine Uhr oder so? Nee, Uhr leider nicht. Da hat mein Kollege die Uhr. Okay, was hast du sonst für eine Uhr? Ich habe keine Uhr leider. Achso, okay. Hoffentlich kommt, wenn ich mein Abitur habe. Ah ja, Mann. Hoffentlich krieg ich mein Abitur. Aber dann schaff's schon, Digga. Hoffe ich, Digga. Nicht so viel durchziehen, ne? Ja. Dann geht das. Okay. Ja, jawohl. Okay, Leute, Gesamtoutfitpreis bin ich jetzt hier ein. Leon, ich bin echt enttäuscht, muss ich sagen, dass du deinen Gucci-Gürtel nicht gezeigt hast. Ja, ich danke meinen Eltern, dass sie mir die ganzen Sachen immer zahlen. Ist auf jeden Fall korrekt. Ehrenmann. Aber sonst alles easy. Folgt easy going. Dann auf Insta.
Nee, den Insta-Namen, den hören wir jetzt nicht, weil sonst kriegt der arme Typ es echt ab. Kevin, was geht ab? Ja, alles ein bisschen shoppen, ein paar Geschenke kaufen. Du warst ja schon erfolgreich, ne? Ja, ich muss Geschenke kaufen für meinen Vater, er hat heute Geburtstag. Ah, alles Gute. Und den kleinen Jungen. Ah, okay. Und genau. Halt Valentinstag geschenkt. Was hast du denn gekauft, ey? Darf man es wissen, oder? Halt für meinen Vater habe ich einen Ferragamo-Gürtel gekauft. Ja. Und für meine Freundin, aber das sollte erstmal nicht gesagt werden. Ach so, okay. Weil es noch nicht Valentinstag, ein paar Ringe. Paar Ringe. Lord of Rings, auf Gandalf angelehnt. Okay, das heißt, ich lade das Video ein bisschen später auch, ne? Nach Valentinstag. Ja, war besser auf jeden Fall. Wäre besser, okay. Okay, ich muss sagen, du hast auch ein cooles Outfit an, Digga. Lass mal bei deinen Schuhen anfangen, was haben wir da? Ey, der sieht aus wie der Typ, der Pog macht. Pog U. Bisschen auf leicht angelehnt. Balenciaga Triple S. Ja. Das sind, oder nicht? So. Die Limited Edition, die sind, glaube ich, 795. Ja, nee, das bringt nichts mit den Triple S. Hast du bezahlt für die? Ja, also beim... No Racist, ja natürlich No Racist. Nur wegen Asiaten? Nee, eben nicht. Ich finde auch, der hat die gleiche Frisur, achtet doch mal drauf. Als Haus. Triple S feiere ich eigentlich nicht so, aber in Weiß gehen die klar. Also ich finde die auch in Ordnung. Gab es auch in Beige, aber ja. Die hatten die leider nicht mehr viel mehr. Deswegen oder Weiß viel besser. Die Hose habe ich, die von so einer Wish-Seite. Das ist einfach eine... Uff, wenn man eine Hose auf Wish bestellt. Normale Cargo-Hose fand ich ganz nice. Hat auch nur 23 Euro gekostet. 23 Euro, nice Produktionsbedingungen wahrscheinlich. 23 Euro. Ja, also fand ich ganz schön und okay. Ja, passt. Wie ein Flex, Bro. Normal. Gürtel dazu nicht, ne? Nee, Gürtel. Okay. Hoodie, was haben wir da? Balenciaga habe ich auch auf Wish bestellt. Balenciaga Hoodie. Den habe ich tatsächlich geschenkt bekommen. Weiß ich gar nicht, wie viel der kostet. Auch 23 Euro circa. Kostet ja 600, 700? Ungefähr, aber ungefähr. Weiß ich auch nicht mehr. Habe ich geschenkt bekommen. Okay, dann deine Jacke, Digga. Das ist eine Stimmt. Das ist eine Burberry-Jacke, die ist so two-sided. Also wollte ich gerade sagen, Digga, two-sided, man kann die bestimmt umdrehen. Dass Leon immer alles so auf Leute so zugehen muss und anfassen muss und... Kann man auf beiden Seiten tragen. Bleib mir vom Leib, Junge. Habe ich im Sale gekauft von 1,6 auf 800 Body am Ende. Uff, der Sparboss. Oh, also war in Ordnung. 50% gespart, ne? Auf jeden Fall. Auf ruhig. Und 800 ist eigentlich... Auf ruhig. Auf ruhig 50% gespart. Also okay für eine Winterjacke, finde ich. Normal, auf jeden Fall. Meine aber auch 1000 weiße Karten. Schmeckt. Kann man mal machen, trägt ja, man ja jeden Fall. Winter, weißt du? Und das Gute ist halt, wenige Leute tragen die. Ja. Und dann schicken wir. Bloß du kannst sie immer umdrehen. Auf jeden Fall. Und hält die gut warm? Das hat mir auch schon die ganze Zeit im Kopf gebrannt, diese Frage. Auf jeden Fall richtig gut waren. Ach, Leon, Alter, wie er lebt und lebt. Ja, hätte auf jeden Fall gut waren. Ja, also meine Woolrich, nee, was ist das für eine? Meine Moose Knuckles Jacke für 1000 Euro auch. Okay, nice. Was haben wir noch? Ich habe noch eine Uhr. Uhr, zeig mal in die Kamera, was ist das? Ein Loch. Also ich hätte dir jetzt so übel, und Leon hätte ich jetzt zugetraut, der nimmt den Arm und dreht den so in die Kamera mäßig. Das wäre typisch Leon gewesen. Ja, was hat man für die? 1000. Tausender ungefähr, ja, auf ganz entspannt. Okay, noch was? Auf ganz entspannt, auf ganz ruhig. Nee, eigentlich nur. Das war's. Okay, Leute, Gesamtoutfitpreis bin ich jetzt hier ein. Muss sagen, cooles Outfit. Danke. Kevin, möchtest du noch irgendwas in die Kamera sagen? Jemanden grüßen Instagram. Instagram, kevin.family. Kevin.family. Auch nice Abmoderation am Ende nochmal von Leon. Hat mich gefreut, dass er nochmal so auf alle Outfits eingegangen ist, sich bei den Zuschauern fürs Zuschauen bedankt hat, nochmal auf Likes hingewiesen hat und so weiter. Wirklich, also schön. Und